Und schon vor mehr als 100 Jahren legte die englische Schriftstellerin Evelyn Beatrice Hall in ihrem Werk Freunde von Voltaire dem französischen Aufklärer Folgendes in den Mund. Ich zitiere: Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen. Ein Kernsatz der Demokratie, ein kämpferischer Kernsatz der Demokratie sozusagen, der auch heute noch gelten sollte, in einer Zeit, die sich politisch immer stärker polarisiert. Wie sichern wir also nun unsere Debattenkultur, unsere Rede- und Meinungsfreiheit? Und welche Aufgabe, welche Verpflichtung, aber auch welche Pflicht übernehmen die Medien bei alledem? Über wen berichten wir? Wen ignorieren wir? Darauf geben wir heute Abend mit unseren Talkgästen ganz konkrete Antworten. Eingebettet ist diese Veranstaltung, das sei am Rande noch gesagt, in das diesjährige globale Thema der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Es trägt den Titel Desinformation und Medienfreiheit. Und ursprünglich war ein Kongress geplant, deswegen wird auch der Livestream für Sie zum Verständnis heute auf Englisch übertragen. Weil dieser Kongress aus den bekannten Gründen nicht stattfinden kann, ist es überwiegend hybrid, so wie heute Abend, aber auch verschiedene Web-Talks. Eine hat zum Beispiel heute Mittag stattgefunden, da ging es um den Einfluss der sozialen Medien. Und morgen suchen internationale Gäste nach Lösungen, um die Gesellschaft vor Desinformation zu schützen. Auch dazu sind Sie natürlich noch sehr herzlich eingeladen. Bevor wir gleich mit unseren Talkgästen ins Gespräch kommen und ich Ihnen die drei auch noch ein bisschen näher vorstelle, wird uns eine von Ihnen begrüßen. Es ist die frühere Bundesjustizministerin und heutige stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Naumann-Stiftung Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Und direkt im Anschluss hören wir noch eine Videobotschaft von Güde Jensen. Sie kann leider heute nicht live bei uns sein aus familiären Gründen, aber sie wird uns etwas mitteilen, per Videobotschaft. Güde Jensen ist Bundestagsabgeordnete der FDP und Vorsitzende des Ausschusses im Bundestag für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, herzlich willkommen. Ja, liebe Frau Werner, liebe Frau Koch, lieber Herr Jüdel, meine sehr geehrten Damen und Herren hier und im Livestream. Ich freue mich sehr, dass Sie der Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gefolgt sind und wir eben heute über dieses Thema Zukunft des politischen Diskurses vor dem Hintergrund von Desinformation, Meinungsfreiheit und Verantwortung diskutieren können. Und ich freue mich auch sehr, dass wir das hybrid machen und auch hier doch zusammen sein können, ist doch ein etwas anderes und schönes Erlebnis. Verlage, Medien, Journalisten, sie tragen für die vielfältige Meinungsbildung in unserer Gesellschaft eine große Verantwortung. Fakten und Kommentare statt Falschinformation und Verschwörungsmythen, die brauchen wir dringender denn je. Aber wird uns der Diskurs von denen entzogen, die nur ihre eigene Meinung hören wollen und an Zahlen, Sachverhalten, wissenschaftlichen Expertisen gar nicht interessiert sind? Für die Journalisten, Fernsehnachrichtenredakteure und insgesamt die gerade klassischen Medien nur die sogenannte Lügenpresse verkörpern oder, um ein anderes Schlagwort zu nennen, die Systemmedien, also Medien, die nicht berichten, frei und unabhängig, sondern die gesteuert werden von der Politik, von einer Elite und die gar nicht die Information und die Beteiligung an einem vielfältigen Diskurs verfolgt. In diesem Spektrum bewegt sich seit einiger Zeit die Auseinandersetzung und zwei Akteure gefährden den aufgeklärten Diskurs und die Toleranz gegenüber der anderen Meinung, wie sie eben in dem wunderschönen Zitat von Ihnen, Frau Werner, noch einmal zum Ausdruck kam. Einmal zivilgesellschaftliche Desinformationsakteure in vielfältigster Form bis zur
Sie haben vielleicht den Spiegel gelesen und haben dadurch dann mehr schon von denen jetzt gehört, der QAnon-Bewegung, die auch in Deutschland ihre Anhänger hat. Und zweiter Akteur, der diesen freien Diskurs gefährdet, ja, das ist der Staat dann, wenn er staatliche Zensur ausübt, Meinungsunterdrückung bis hin zu geheimdienstlichen Desinformations- und Trollaktionen. Also Geheimdienstorganisationen gab es schon immer, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Trollaktionen, das ist doch eher eine Erscheinung mit großer Wirkung der heutigen Zeit. Beide sind gefährlich für die Meinungsfreiheit. Und wegen dieser zur Sorge berechtigenden Entwicklung hat eben die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit dieses Thema auch zu ihrem globalen Jahresthema 2020 gemacht. Lieber Herr Yücel, Sie haben in härtester Konsequenz erlebt, was passiert, wenn ein Staat, hier die Türkei, die kritische Meinung eines Journalisten nicht nur nicht hören mag, sondern sie als Bedrohung empfindet und deshalb mit den Mitteln des Staates und des Strafrechts agiert, missliebige Journalisten einsperrt, wie Sie, aber auch viele andere in der Türkei, Journalisten, deren Verlage wie zum Beispiel Cumhuriyet geschlossen oder andere feindlich übernommen wurden. Und so geht es Journalisten in immer mehr Staaten. Ungarn als Mitgliedsland der EU schwächt seit Jahren die Unabhängigkeit der Verlage, die ja für die Arbeit der Journalisten auch entscheidend ist. Aber auch zum Beispiel Polen gibt die Lesart für politische Inhalt vor. Und wenn sich Journalisten daran nicht halten, laufen sie Gefahr, schon eher in die Kategorie Gefährder des Staates zu sein, eingeordnet zu werden. In Russland leben seit Jahren Journalisten gefährlich, sogar lebensgefährlich. Da muss ich nur an Frau Politkovskaya erinnern. China will ich hier gar nicht erwähnen. Aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika sind Journalisten zum Lieblingsgegner des Präsidenten geworden, der sie in einer, doch ich denke mal eigentlich für einen Staatspräsidenten, unüblichen Sprache beschimpft und auch immer wieder seine Fakes gegen deren Fakten stellt. Also Meinungs- und Pressefreiheit, meine Damen und Herren, die für die Demokratie konstitutiv sind, die verfassungsrechtlich in Deutschland abgesichert ist, sie steht unter Druck und sie fordert. Denn Meinungen, freie Meinung des anderen sind immer nicht nur leicht auszuhalten. Diskurs, Kontroverse, Streit, ja, aber der sachliche Streit, das ist das unverzichtbare Salz der Demokratie. Wir brauchen ihn, wir brauchen aber auch den Rahmen dafür, den rechtsstaatlichen Rahmen, der eben unerlaubte Überschreitungen zurückweist und auch sanktioniert. In diesem Spektrum, in diesem Rahmen, meine Damen und Herren, wollen wir heute diskutieren, ausloten, sehen, wie wir gerade dieses wichtige Element in unserer Demokratie verteidigen können. Abgrenzen, gegenhalten, Position beziehen, differenzieren, klare Kante zeigen, das fordert uns alle. Das fordert auch die Journalisten, die nachrichtlich ihnen vielleicht nur auch nicht passende Ereignisse nicht unterdrücken sollen, aber in sichtbaren Kommentaren auch klar Position beziehen sollen und auch deshalb nicht selten einem Shitstorm der sozialen Medien ausgesetzt sind, die doch den Diskurs nochmal nachhaltig in Form von Zuspitzung, von Polarisierung und Radikalisierung verändert haben. Ja, verteidigen wir sie, die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit, und setzen wir uns mit den Gefährdungen unter anderem auch heute hier auseinander. Herzlich willkommen.
Presse- und Meinungsfreiheit, das sind Menschenrechte und das sagt nicht zuletzt der Artikel 19 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und worüber hier heute bei der Naumann-Stiftung gesprochen wird, ist ja der Titel Die Zukunft des politischen Diskurses zwischen Desinformation, Meinungsfreiheit und Verantwortung. Und ich würde gerne ein paar Worte zu genau diesen drei Schlagworten verlieren. Ich sagte schon, Artikel 19 ist der Artikel, auf den im Grunde sich Presse- und Meinungsfreiheit und Menschen weltweit berufen können und aufgrund dessen auch ganz, ganz viele andere Grundrechte aufbauen. Und das heißt im Grunde, wenn wir sehen, dass Presse- und Meinungsfreiheit weltweit unter Druck ist, angegriffen wird, dann sehen wir im gleichen Atemzug auch, dass andere Grundwerte bröckeln und angegriffen werden. Und deswegen liest sich eigentlich auch die Rangliste von Reporter ohne Grenzen, die jedes Jahr zur Pressefreiheit veröffentlicht wird, quasi wie eine Prognose für Länder, wo eben auch das gesamte demokratische System oder das gesamte politische System, das gesellschaftliche System mehr und mehr erodiert. Und Journalisten, die stehen natürlich, und Dennis Yücel ist ja nur einer davon, mit dem Sie nachher auf dem Podium diskutieren können, Journalisten stehen natürlich in der allerersten Reihe, wenn es darum geht, Presse- und Meinungsfreiheit weltweit zu verteidigen. Denn sie sind es, die unabhängig recherchieren und dafür sorgen, dass wir Menschen, wenn wir Medien konsumieren, Meinung konsumieren, auch entsprechend die Möglichkeit haben, unterschiedliche Anblicke, unterschiedliche Blicke auf die Realität zu sehen. Was das alles ganz genau bedeutet, da komme ich nachher noch zu. Ich würde gerne ein paar Länder nennen, in denen man sieht, wie sehr Presse- und Meinungsfreiheit weltweit immer mehr eingeschränkt werden und unter Druck stehen. Und das ist gar nicht unbedingt nur sehr weit von uns entfernt, sondern es sind auch Staaten und Länder hier direkt in Europa. Aber Länder, die vielleicht nicht immer so im Fokus sind, sind zum Beispiel Länder wie die Philippinen, wo ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wurde, eine Notstandsgesetzgebung, die dazu geführt hat, dass der größte Fernsehsender von heute auf morgen aufgrund dieses Gesetzes vom Netz ging bzw. nicht mehr arbeiten konnte. Hongkong ist ein Beispiel, was momentan in aller Munde ist, aber auch nicht vergessen werden darf, dass eigentlich ein Land, zwei Systeme gilt. Das bedeutet, dass in Hongkong eigentlich seit der Joint Declaration, seitdem Hongkong von den Briten wieder zurück an die Volksrepublik China gegeben wurde, dass in Hongkong eigentlich Presse- und Meinungsfreiheit existieren. Seitdem aber das umstrittene Sicherheitsgesetz verabschiedet wurde, hat es dazu geführt, dass willkürlich Menschen ihre Meinung eben nicht mehr frei äußern können und vor allen Dingen nicht mehr frei äußern, sich selbst zensieren. Und ein ganz bekanntes Beispiel ist der Verleger Jimmy Lai, der verhaftet wurde, einfach nur aufgrund dessen, dass er eine doch recht unabhängige Zeitung herausgibt und jetzt nur auf Kaution freikam. Und wenn wir erleben, dass in Hongkong, und deswegen ist mir das so wichtig, ein Gesetz sogar dafür sorgt, das rückwirkend inhaftiert werden kann für Straftaten eines Gesetzes, das erst kurze Zeit gilt, aber bereits in die Vergangenheit wirkt, dann ist das derart gefährlich, weil es dafür sorgt, dass Menschen eben sich gar nicht mehr trauen, ihre Meinung frei zu sagen. Dann haben wir die Türkei, ein Länderbeispiel, wo, glaube ich, ihr der eine Podiumsgast, nämlich Dennis Yücel, viel, viel besser zu sprechen kann, als ich das kann. Was mir aber wichtig ist, zu betonen, dass nach wie vor Journalistinnen und Journalisten in abseits von der Öffentlichkeit stattfindenden Prozessen inhaftiert werden, einfach nur aufgrund dessen, dass sie frei berichten wollen. Und das alles unter dem Deckmantel oder der fadenscheinigen Begründung von Terrorfinanzierung, von Terrorunterstützung im Staat der Türkei. Dann gibt es aber auch Länder wie die Vereinigten Staaten von Amerika, bei denen man ja erstmal davon ausgehen würde, dass sie eine Demokratie sind und deswegen auch Presse- und Meinungsfreiheit gelten. Aber wir haben gerade nicht nur bei den Protesten rund um die Bewegung Black Lives Matter auch schon davor gesehen, dass die Arbeit von Journalisten, um zum Beispiel solche Demonstrationen zu begleiten, auch immer mehr eingeschränkt wurde. Und es gab eine Studie, die unter anderem von Bellingcat und The Guardian ausgearbeitet wurde, wo 148 Fälle von Angriffen auf Journalisten dokumentiert sind. Und genau diese Fälle müssen wir hochhalten und dokumentieren, dass so etwas nicht sein darf und nicht sein kann. Denn am Ende des Tages schränkt das den Zugang für freie Bürger ein, frei ihre Medien und Meinungen konsumieren zu können.
Wenn wir nach Europa gucken, dann hat uns wahrscheinlich in den letzten Wochen alle der Fall um die Gerichtsverhandlungen des Mordes an Jan Kuciak und seiner Verlobten interessiert, wo die Verantwortlichen am Ende nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, wo Reporter ohne Grenzen sich entsprechend drastisch geäußert haben und kritisch geäußert haben. Was man aber bei diesem Prozess auch gesehen hat, ist, dass die Bevölkerung an einer freien Presse, an freier Berichterstattung und Meinungsfreiheit gerade durch diesen Prozess bedingt noch mehr interessiert war als vorher. Und in Ungarn sieht man, wie Präsident Orbán nicht nur in der Corona-Zeit, sondern auch schon vorher Presse- und Meinungsfreiheit einschränkt. Einfach nur, weil es nicht in sein politisches Bild passt. Natürlich muss man dann auch einen Blick nach Deutschland werfen, ganz klar. Denn wir sind nur glaubwürdig, wenn wir auch am Ende des Tages selber kritisch mit unserer eigenen Lage von Presse- und Meinungsfreiheit und Menschenrechten am Ende des Tages umgehen und auch dort schauen, wo man noch verbessern kann. Und auch in diesem Jahr hat hier in Deutschland einiges stattgefunden, wo aus einer menschenrechtlichen, einer Meinungsfreiheit-Perspektive noch einiges verbessert werden kann. Am 1. Mai gab es Angriffe auf Reporter vom ZDF, die krankenhausreif geschlagen wurden. Bei Corona-Demonstrationen, gerade hier in Berlin, kommt es immer wieder vor, dass Journalisten bedrängt werden, an einer freien Berichterstattung gehindert werden oder auch bedroht werden. Und das ist etwas, wo wir hier im Parlament, wo wir als Bürger auch eine eigene Verantwortung haben, klar zu widersprechen. Denn wenn hier in Deutschland es nicht mehr möglich ist, Meinung frei zu äußern, aber auch frei zu verbreiten, dann fußt das natürlich auch auf weiteren Möglichkeiten, unsere Demokratie und unsere Meinungsfreiheit, den Rechtsstaat einzuschränken. Und das dürfen wir nicht zulassen und das tun wir Freie Demokraten hier im Deutschen Bundestag auch nicht. Wenn man in Deutschland sich anschaut, wie unabhängig davon, wie Journalisten hier vor Ort arbeiten, die hier ausgebildet wurden, die wunderbare Schulen besucht haben, muss man im gleichen Moment auch schauen, wie ausländische Journalisten hier teilweise agieren. Und da möchte ich gerne Russia Today und die Volksrepublik China ansprechen. Wir haben das Wort gelernt, jetzt vor allen Dingen im Rahmen der Corona-Krise, auf Wolf Warrior Diplomacy. Das ist etwas, was die Volksrepublik China immer mehr etabliert, wo Diplomaten aus der Volksrepublik hier eben nicht nur als Diplomaten auftreten, sondern ganz stark immer mehr aggressive Meinungsmache vorantreiben, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken. Wir erleben vor allen Dingen am Fall Nawalny, vielleicht sprechen Sie nachher noch in der Diskussion mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberger darüber, die ja in diesem Bereich auch viel sich geäußert hat, was mich und die Fraktion hier sehr gefreut hat. Am Fall Nawalny hat man gesehen, wie sehr zum Beispiel Russia Today und russische Propagandasender versucht haben, das Narrativ dieser Vergiftung umzudeuten und in Frage gestellt haben, inwieweit die Vergiftung Nawalnys vielleicht auch in Deutschland stattgefunden haben kann. Und das haben tatsächlich sogar Kolleginnen und Kollegen hier im Deutschen Bundestag aufgegriffen, vor allen Dingen von der Linksfraktion. Und da komme ich zu einem Punkt, wo wir besondere Verantwortung tragen. Was tun wir eigentlich mit diesen ganzen Informationen? Was schlagen wir als Freie Demokraten auch vor, um weltweiter, aber vor allen Dingen auch Meinungsfreiheit natürlich in Deutschland weiterhin schützen zu können und entsprechenden Einschränkungen begegnen zu können? Das ist, und das habe ich schon angesprochen, die Vermittlung von Medienkompetenz von der nächsten Generation. Da muss die nächste Bundesregierung vor allem ein großes Augenmerk drauf legen. Was wir auf internationaler Ebene noch tun können. Und da habe ich schon vor 2 Jahren einen Brief an den Außenminister geschrieben, der nicht mal beantwortet wurde, nämlich die Forderung nach einem UN-Sonderbeauftragten für weltweite Pressefreiheit. Wir erleben eben, dass Journalistinnen und Journalisten in allen verschiedenen Ländern ihre Arbeit nicht mehr frei machen können, nicht mehr frei erledigen können. Und damit es hoch aufgehängt im UN-System die Möglichkeit gibt, diesen Umstand umzukehren, brauchen wir einen entsprechenden Beauftragten, der sich nur mit diesem Bereich beschäftigt und entsprechend auch mit den Ländern in einen Austausch tritt und direkt darauf hinweist, wenn es Missstände gibt. Der letzte Punkt, den ich machen möchte, ist eigentlich das Appellieren an jeden Einzelnen, denn ich habe jetzt viel von Verantwortung von Regierungen, von einzelnen Ländern gesprochen. Am Ende hat aber jeder von uns auch eine Verantwortung, und zwar in dieser Demokratie Verantwortung dafür zu übernehmen, dass
man seine Meinung frei äußern kann und dass man mit Argumenten versucht, entsprechende Unwahrheiten zu begegnen. Und wir erleben gerade diese Tage wieder, dass Menschen in der Corona-Pandemie sich darüber beschweren, dass sie ihre Meinung nicht frei äußern können, während sie auf der Straße stehen und ihre Meinung frei äußern. Und ich glaube, dass wir festhalten müssen, dass der deutsche Rechtsstaat eben genau durch diese Entscheidungen, wie wir hier in Berlin erlebt haben, dass Innensenator Geisel quasi im Voraus einen Gehorsam, eine Demonstration abgesagt hat und das entsprechende Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, diese Demo kann stattfinden, denn in Deutschland herrscht auch in Corona-Zeiten Presse- und Meinungsfreiheit. Das hat doch gezeigt, dass hier der Rechtsstaat entsprechend aktiv und intakt ist. Und genau diese Möglichkeit sollte man immer wieder nutzen, wenn einem Menschen erzählen, dass Presse- und Meinungsfreiheit, dass Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr gegeben ist. Das tut hier die AfD, das tut teilweise auch die Fraktion der Linken hier. Und wenn wir relativieren und Länderbeispiele anführen im gleichen Atemzug mit Deutschland, dann ist das ein Verunglimpfen der Gesellschaften in Ungarn, auf den Philippinen, in Hongkong, in China, in der Türkei. Und ein Nicht-Gleichsetzen von Rechtsstaat und Demokratie gegenüber von autokratischen Staaten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das im politischen Prozess, in der Debatte hier immer wieder deutlich machen, dass Demokratie, dass Rechtsstaatlichkeit, dass auch Meinungsfreiheit auch manchmal ein Stück Arbeit ist, aber das gehört dazu. Und deswegen dürfen wir uns nie ausruhen, diese Werte, auf denen hier am Ende eine freie Gesellschaft leben kann, auch jeden Tag zu verteidigen. Wir sehen also, dass wir auch freie Meinungen ertragen müssen, auch wenn sie nicht unsere eigenen sind. Und damit wünsche ich Ihnen eine wunderbare Veranstaltung mit tollen Diskutantinnen, unter anderem mit Tanit Koch, mit Dennis Yücel und mit natürlich Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, unserem Sprachrohr, wenn es um freie Meinungsäußerung und Freiheit und Menschenrechte weltweit geht. Ich freue mich, wenn ich an der anderen Stelle vielleicht mal wieder auch direkt mit Ihnen sprechen kann und diskutieren kann, und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, wir haben es von Güte Jensen schon gehört. Laut Artikel 19 der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen und laut Artikel 5 des Grundgesetzes hat jeder Mensch das Recht, sich eine eigene Meinung zu bilden, diese zu äußern und zu verbreiten. Wie das in der Realität aussieht, darüber wollen wir nun sprechen. Wie sieht es also aus? Wie sieht die Zukunft des politischen Diskurses aus? Und dazu begrüße ich nun sehr herzlich Tanit Koch, Dennis Yücel und noch einmal Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Und damit Sie auch wirklich wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben, möchte ich Ihnen alle drei noch ein bisschen näher zumindest vorstellen. Ehe Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung wurde, studierte sie unter anderem Rechtswissenschaften, nicht unter anderem, sondern vor allem Rechtswissenschaften, trat in die FDP ein und agierte unter anderem als Bundesjustizministerin. Tanit Koch studierte Rechts- und Politikwissenschaften und war Chefredakteurin der Bild-Zeitung. Mittlerweile agiert sie als Geschäftsführerin des Nachrichtensenders NTV und als Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Und Dennis Yücel studierte ebenfalls Politikwissenschaften und er schrieb unter anderem für die Taz. Im Jahr 2015 ging er dann als Weltkorrespondent in die Türkei. Und Herr Yücel, was danach mit Ihnen passierte, haben viele von uns verfolgt. Sie saßen 367 Tage ohne Anklageschrift in türkischer Untersuchungshaft. Ein Gericht in Istanbul hat ihn kürzlich, ich zitiere, wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu einer Haftstrafe in Abwesenheit von 2 Jahren, 9 Monaten und 22 Tagen verurteilt. Zugrunde lagen einige Artikel, die Dennis Yücel für die Welt geschrieben hat. Herr Yücel, eine Aufgabe, die Sie sich dann wieder in Freiheit vorgenommen haben, ich glaube, Sie haben es im Zusammenhang mit Ihrer Buchveröffentlichung Agent-Terrorist gesagt, war, wieder in die Normalität als Journalist zurückzukehren. Wie ist Ihnen das seither gelungen? Hallo, guten Abend. Das sieht hier
gar nicht so leer aus, wie ich es befürchtet hatte. Das ist ganz okay. Schön, dass alle gekommen sind. Ja, eine Frage, die ich selber, glaube ich, nicht abschließend beurteilen kann. Ich kann nur das sagen, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub in Sizilien, wo ich mit meiner Frau auch das Jahr nach meiner Freilassung verbracht habe. Der Trend geht ja zur Drittheimat und das hat sich bei uns, steht Sizilien ganz oben. Und naja, jetzt Montag hatte ich meinen ersten Arbeitstag, den habe ich dann in Dresden verbracht, um mir den Auftritt von Herrn Kalbitz dort anzuschauen und seinen möglichen Nachfolger in Brandenburg. Und die letzten Tage, weswegen ich auch noch ein bisschen mitgenommen bin, habe ich in Essen und Mülheim verbracht, um dort den Sachen nachzugehen, was es mit dem, wenn Sie alle wissen, dieser Chat-Skandal bei der Polizei, Rassismus, Rechtsextremismus bei der Polizei, wie das in der Stadt gesehen, wieso konnte man das nicht vorbemerken und so weiter. Also ich glaube, dass ich auf einem ganz guten Weg bin, wieder als Journalist zu arbeiten. Und vor allem merke ich das auch daran, dass ich immer wieder, sei es jetzt in den sozialen Medien oder klassischen Leserbriefen oder woanders, immer wieder den Satz oder sowas wie, dass mir sowas wie entgegengeworfen wird, wie, ja, ich habe mich ja immer für Sie eingesetzt. Oft bedeutet das dann irgendwie etwas zu retweeten oder so, aber es ist auch okay, will ich nicht gar nicht. Aber ich habe mich so viel für Sie eingesetzt, aber wenn ich gewusst hätte, dass Sie das hier und schreiben, dann bereue ich das ja fast. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich ja vorher auch in meiner Zeit bei der Taz jetzt auch nicht gerade, auch innerhalb der Redaktion und auch nach außen jetzt nicht gerade als so eine allzu integrative Figur war als Autor. Und dann plötzlich sozusagen zu einer Symbolfigur wurde bei etwas, als es nämlich ums Grundsätzliche ging, wo dann auch alle anderen Unterschiede innerhalb demokratischer Parteien, ob jetzt die FDP oder die Grünen, die Linkspartei, die CDU, CS, ein Spektrum, die Bild, die dann mit der Jungle World und der Taz und der Welt gemeinsam Veranstaltungen gemacht hat, meine Freunde, also weil es um etwas ging an meiner Person und auch an einem anderen Land, aber ein Thema, was auch woanders in der Welt ein Thema ist, nämlich die Presse- und Meinungsfreiheit, ohne die es keine Demokratie gibt. Und das war der Moment, wo viele Menschen und verschiedene Institutionen bei allen Unterschieden sonst zusammenkamen. Und ich wurde dadurch aber auch zu einem Posterboy. Obwohl ich das nicht wollte, aber das war in der Zeit war das schon ganz okay. Das hat auch, wenn man in so einer Isolationszelle sitzt und selbst beim einmal die Woche durfte ich dann irgendwann noch nicht gleich, aber nach ein paar Monaten auf diesem knasteigenen Fußballplatz und selbst da war ich alleine, also eine Stunde in der Woche. Ich hatte einen Ball dabei, den konnte ich mir im Knastladen kaufen, also es ist jetzt Gefängnis in der Türkei sind jetzt nicht so Zustände wie im Midnight Express oder so, also da konnte ich auch Zigaretten und Kaffee kaufen und so, aber ich war halt die ganze Zeit alleine. Und auch das ist eigentlich das, auch das ist eine Foltermethode, Isolationshaft. Und ich war selbst auf diesem Fußballplatz alleine. Gut, ich habe da, es hat auch seine Vorteile, ich habe nie ein Spiel verloren. Aber in dieser Isolation zu wissen, dass ich halt eben nicht vergessen bin, das tat total gut. Deswegen war das in der Situation war das richtig. Aber auch das ist ein Zeichen von Normalität, dass wenn ich jetzt wieder als Journalist arbeite, dass auch Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch aus verschiedenen Spektren jetzt ja, sich auch jetzt über mich aufregen oder selbst sowas sagen, dass wenn ich das gewusst hätte oder so. Und einige wünschen mich auch wieder zurück in den Knast. Aber das ist okay. Das ist okay, weil auch das wieder Normalität ist. Weil alles andere auch sozusagen als lebendes Denkmal für die Pressefreiheit oder für was auch immer, als lebendes Denkmal und als eine präsidiale Figur quasi rumzulaufen, ich glaube, ich könnte das zum einen gar nicht. Aber zum anderen würde auch das ja bedeuten, auf eine gewisse Weise den Knast noch immer mit sich rumzulaufen. Und deswegen, ich mache eigentlich auch, Sie haben mich jetzt gefragt, ich habe damit auch gar nicht gerechnet, dass ich jetzt nochmal wieder diese Geschichte erzähle, weil ich glaube, ich habe sie erschöpfend erzählt in meinem Buch, auch als Geschichte, auch mit sozusagen mit persönlichen Dimensionen, mit politischen, aber irgendwann ist es auch, ich möchte da auch nicht hängen bleiben und vielleicht den Satz noch, ein Jahr Gefängnis in der Türkei, in Isolationshaft, auch teilweise auch mit Misshandlungen, zumindest am Anfang, das war jetzt nicht so ganz ohne, aber ich bin auch nicht derjenige, Journalist, weder in der Türkei noch eben allein in unserer Gegenwart zu bleiben und nicht groß in die Geschichte einzusteigen. Ich bin auch nicht derjenige Journalist auf der Welt, der jetzt der größte Leidtragende von Unrecht wäre. Und ein Jahr Knast, meine Güte, ist halt auch nur ein Jahr Knast. Es gibt Kollegen, Ahmet Altan zum Beispiel in der Türkei, der sitzt seit 4 Jahren.
Deswegen will ich das nicht. Ich glaube, ich darf das sagen, weil es auch, weil ich über meine eigene Erfahrung rede. Ich würde das auch nicht kleinreden. Aber es ist halt auch nicht, im Vergleich zu anderen, ist das halt auch nur ein Jahr. Frau Koch, Gyde Jensen hat es in ihrer Videobotschaft angesprochen, die Rangliste der Pressefreiheit, also von Reporter ohne Grenzen. Danach liegt Deutschland in diesem Jahr auf Platz 11. Nun kann man sich ja fragen, warum nur 11? Aber zur Einordnung muss man, glaube ich, fairerweise sagen, auf Platz 1 liegt Norwegen, die Türkei liegt auf Platz 154 und Schlusslicht ist Nordkorea auf Platz 180. Dennoch, Jamaika ist auf Platz 6 und Costa Rica auf 7. Also ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, ist Platz 11 eher naja so oder spiegelt das das wider? Woran sich eigentlich meine Frage anschließt, wo ist denn die Pressefreiheit hierzulande in Gefahr, weshalb wir nur auf Platz 11 rangieren? Auch mich überrascht diese erste Frage, weil ich in der Tat mit den Ranglisten von Reporter ohne Grenzen eine sehr, sehr wichtige Organisation, gerade für diejenigen, die nicht unter dem Grundrechtsschutz arbeiten und leben, wie wir es in Deutschland tun, aber nicht regelmäßig damit beschäftige. Also ob es jetzt Platz 5, Platz 11, Platz 17 ist, das ist wie, ich weiß nicht, der erste FC auf der Fußballtabelle. Das ist irgendwie nicht ganz so schlecht. Es ist aber auch nicht Nummer 1, wie es die Bayern sind. Ich glaube, was Gyde Jensen eben angesprochen hat, sind sehr, sehr viele sehr richtige und wichtige Themen. Von den Philippinen über die Türkei. Ich befürchte nur auch, dass es nicht die Themen sind, die die allermeisten Menschen in diesem Land tagtäglich beschäftigen. Und das würde ich Ihnen auch nie zum Vorwurf machen. Das ist etwas, was für uns als Branche zwingend sein muss. Ich finde es zwingend für die Politik, sich damit zu beschäftigen, da auch Druck auszuüben. Denise hat es eben gesagt, es war schon denkwürdig, als wir hier vor dem Brandenburger Tor eine Tribüne aufgebaut hatten, wo wirklich Jungle World und Axel Springer gemeinsam für deine Freiheit demonstriert und musiziert haben. Da ist diese Geschlossenheit wichtig, aber es darf doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, was auch dieses Land gefährdet, was beispielsweise die USA gefährdet, Großbritannien, nicht so richtig was mit Platz 11 oder Platz 17 zu tun hat, sondern mit der Frage, was ist eigentlich im Fokus unserer Arbeit? Beschäftigen wir uns mit uns selber oder beschäftigen wir uns mit den Menschen in diesem Land? Und vor allem mit den Menschen, die nicht hier im direkten Einzugsgebiet von Berlin-Mitte leben, sondern ich glaube, ungefähr 70% der Menschen in Deutschland leben in kleineren Städten bis hin zu Dörfern, während der Großteil der Redaktionen urban geprägt sind. Das ist per se überhaupt nicht schlimm, aber das führt natürlich zu einer anderen Form von Berichterstattung. Und wenn wir auf der einen Seite Gefahr laufen, bestimmte Themen, Sorgen, Belange, die Landbevölkerung zum Beispiel hat, nicht richtig in den Fokus zu nehmen. Also ich glaube, die FAS hat das neulich mal, Umfrage, wie nehmen Sie den öffentlichen Nahverkehr wahr? In Städten 63% positiv, in ländlicheren Gegenden 63% ungefähr, legen Sie mich hier auf die Zahlen fest, aber ungefähr negativ. Und das zeigt schon, wie groß die Diskrepanz bei ganz, ganz vielen Themen ist. Und worauf wir uns konzentrieren müssen, neben dem Kampf für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit, auch natürlich nicht nur für deutsche Journalisten, sondern auch für türkische Journalisten in der Türkei und weniger gefährliche Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kollegen in der ganzen Welt, müssen wir daran arbeiten, dass wir die Glaubwürdigkeit haben, so ernst genommen zu werden, dass die anderen, und das sind die Unterdrücker von Pressefreiheit und Medienfreiheit, kein so leichtes Spiel dabei haben, Menschen mit ihren Desinformationen, mit ihren Teilwahrheiten, mit ihren Lügen zu überzeugen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns ein bisschen zu sehr auf uns fokussieren. Und um Ihre Frage noch zu beantworten, allein wenn man sich bestimmte Presseurteile der Berliner Gerichtsbarkeit anguckt. Ich glaube, im Spiegel letzte Woche sehr lesenswerter Artikel über einen Arzt hier in Schöneberg, der nach Aussage von sehr, sehr vielen homosexuellen Patienten sexuell übergriffig war. Und die Kollegen, die darüber berichten wollten, sehr viele Indizien, sehr viel Material zusammengesammelt haben, wird diese Berichterstattung massiv durch das Berliner Gericht erschwert. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass sehr legitime Berichterstattung durch ein Landgericht in Deutschland beschwert wird. Und da würde ich vielleicht, das ist mein,
mein einziger Punkt zu der Frage, Platz 11, das Problem in Deutschland aufwerfen, dass die großen Medienhäuser, die großen Verlage, die großen Sender die Mittel haben, sowohl juristisch, finanziell natürlich, gegen so etwas vorzugehen und solche Fälle weiterzutreiben in die nächste Instanz, bis nach Karlsruhe, meinetwegen auch bis nach Straßburg. Aber dass das viele kleinere Redaktionen gar nicht können und Freiberufler sowieso nicht. Und wir da Gefahr laufen, dass wir eine Zwei-Klassen-Journalismus haben, weil sich die einen einfach die Prozesskosten nicht leisten können. Mhm. Frau Leutheusser-Schnarrenberger, Frau Koch hat ein entscheidendes Wort gerade benutzt, Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit, die sinkt in zumindest Teilen der Bevölkerung, was das Bild der Medien betrifft. Können Sie uns mal erklären, was einer Demokratie droht, wenn die Glaubwürdigkeit in Institutionen und in Medien sinkt? Also Demokratie lebt von Gewaltenteilung. Das heißt, dass die Justiz unabhängig ist, die Exekutive, natürlich die Gesetzgebung und natürlich dann, wie es immer als sogenannte vierte Gewalt genannt wird, die Medien, die freie Berichterstattung. Und dass natürlich diese, sag ich mal, Säulen einer Demokratie auch Angriffen, auch massiver Kritik, auch Beleidigungen, die man dagegen Personen, die sie verkörpern, äußert, aushalten müssen und am Ende eben auch Bestand haben. Und natürlich kann gerade ganz gezielte Desinformation, also eine Erzählung über aktuelle Anlässe in Form von Verschwörungsmythen, also Covid-19 ist gezielt entwickelt worden, um eben der Menschheit zu schaden, ist hergestellt worden in einem chinesischen Labor, quasi wie so eine Art imperialistische Kraft. Oder es sind da die großen Drahtzieher, die für alles verantwortlich sind, Weltverschwörung, dann auch gerne mit Blick natürlich auf die Juden, die hier alles steuern. Und das verfängt. Glauben Sie nicht, dass da so eine gewisse Rationalität und Distanz bei den allermeisten vorhanden wäre, nach dem Motto, mit so krudem Zeug, da beschäftigen wir uns doch gar nicht, sondern das hat doch ein Potenzial in Zeiten, in denen Menschen unsicher über ihre weitere Zukunft sind, in denen sie nicht wissen, gerade jetzt in Pandemiezeiten, wie geht das weiter, was ist mit meinem Job oder wie wird es mit meinen Kindern sein oder mit den Großeltern, die im Seniorenheim sind, anderes mehr, also Zeiten von Umbrüchen, vielleicht ein bisschen Gefühl von Machtlosigkeit. Und wenn dann man eine Erzählung präsentiert bekommt, eine Verschwörungserzählung, die sich vielleicht für jemanden ganz plausibel anhört, dann sagt man sich, Mensch, ja, die da irgendwie, die nehmen unsere Interessen nicht richtig wahr, die Institutionen nicht, die Sicherheitsbehörden vielleicht nicht, die Politik so allgemein, die Elite, die angebliche nicht. Also wenn da Vertrauen in staatliche Institutionen massiv beschädigt wird, ein gewisses Misstrauen ist ja eine gesunde Sache, gerade für Liberale gegenüber staatlichen Institutionen, aber wenn massiv Vertrauen beschädigt wird, vielleicht letztendlich auch bis in die Justiz hinein, gegenüber den Urteilen von unabhängigen Gerichten, dann kann das schon zu einer Gefahr für die Säulen unserer Demokratie werden. Ich sehe nicht, dass wir uns in so einem Zustand in Deutschland jetzt befinden. Ich sehe sehr wohl die Verbreitung von allen möglichen, wie das so schön neudeutsch heißt, eben Narrativen, von auch Falschbehauptungen, anderen Dingen mehr. Und das verfängt auch, da hören Menschen zu, die sind in den Blasen und wie auch immer über die sozialen Medien das funktioniert. Aber auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass auch ein Großteil von Menschen da ist, die schon Vertrauen in Institutionen haben, umso wichtiger ist, und das möchte ich gerne ganz konkret aufgreifen, was Herr Yücel gerade gesagt hat. Er hat recherchiert Rassismus in Essen in der Polizei. Da gibt es 30 Fälle, 30 Personen, um die rankt das sich. 8 Jahre lang sind die in Chatgruppen. Wenn bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Recht Unsicherheit darüber besteht, wie gerade mit bestimmten Themen in der Polizei umgegangen wird und das Vertrauen da sinkt, und ich bin Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, dann werden Betroffene von Übergriffen
sich dreimal überlegen, ob sie zur Polizei gehen, weil sie nicht das Vertrauen haben, dass man mit dem, was sie dort vortragen, auch an persönlicher Betroffenheit wegen Beleidigung oder Übergriffen oder anderer Dinge. Und das ist verheerend. Das wäre eine ganz verheerende Sache. Also hat man natürlich die Riesenverantwortung hier in der Politik, das ist jetzt nur der eine aktuelles Beispiel gewesen, wirklich sehr umfassend aufzuklären, das auch glaubwürdig zu tun und da auch nicht nachzulassen und nicht meinen, wenn man einmal berichtet hat, jetzt auch dem Landtag oder wem gegenüber, dann hätte man schon alles wieder im Griff, sondern da müssen Institutionen zeigen, dass sie Missstände auch beseitigen wollen, um eben nicht zu starken Vertrauensverlust noch zu befördern. Und die eine Nachfrage noch, wo stößt dann die Medienfreiheit an Grenzen? Also was darf Medienfreiheit und was darf sie nicht? Also Medienfreiheit geht sehr weit, die Freiheit der Berichterstattung, natürlich zu recherchieren, nachzufragen, auch ich sage mal, das Ideal ist ja faktenbasierte Information über die Medien, aber natürlich auch der Kommentar, auch ein zugespitzter Kommentar. Wenn es getrennt wird zwischen Berichterstattung und eigener Meinung, Kommentar, und das ist sichtbar, natürlich ist das auch möglich. Auch da kann auch scharf kritisiert werden. Das ist hier erlaubt. Ich darf jetzt nicht persönlich irgendjemanden beleidigen. Da ist die Grenze eher verletzend. Natürlich nicht. Aber sonst ist die Berichterstattung hier doch in sehr breitem Umfang gewährleistet. Und das ist ja auch richtig und gut, gerade wenn man sieht, was investigativer Journalismus eben auch ans Licht bringt. Sei es über Rolle von Banken, über andere Dinge mehr, wie man heute auch lesen kann. Und warum wir nur auf Platz 11 sind, das ändert sich immer zwischen 11 und 14. Irgendwo, da ist Deutschland die ganzen letzten Jahre bei Reporter ohne Grenze gewesen. Es hat einmal was damit zu tun, dass wir keine Whistleblower-Regelung haben, also mit Blick auf investigativen Journalismus. Darüber wird ja seit langem diskutiert. Da gibt es bei uns keine ausdrückliche Regelung. Und dass wir ein paar Gesetze haben, wo der Zugriff auf wichtige Informationen von Journalisten auch ermöglicht wird. Und was ist ein Journalist ohne, ich sag mal, sein Notebook mit seinen ganzen Informanten? Ohne die kann er ja seinen Job letztendlich gar nicht ausüben. Das ist zwar immer eingegrenzt worden, auch durch Gerichtsurteile, habe ich auch immer mit für gekämpft, aber es gibt Möglichkeiten. Das führt dazu, dass wir im Ranking auch nicht weiter vorne sind. Mhm. Herr Yücel, nun werden Journalisten immer öfter, Frau Koch wird das vielleicht auch erlebt haben, viele Journalisten erleben das, angefeindet. Müssen wir, das Wort aushalten fiel schon ein paar Mal heute Abend, müssen wir Journalisten das aushalten, auch Politiker, andere Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, angefeindet zu werden, weil das schlicht ein Mittel der Zeit ist? Ja. Ja, aber ich glaube, um nochmal zu dem Ranking zu kommen, ich glaube, soweit ich weiß, ich bin zahlendes Mitglied, muss ich gestehen, bei Reporter ohne Grenzen mehr nicht, aber soweit ich weiß, fließt in dieses Ranking, fließt nicht nur die Frage ein, also sozusagen sind das staatliche Institutionen, Polizeigerichte, die die Berichterstattung erschweren oder außerstaatliche Akteure, sondern natürlich, oder in Mexiko Milizen. Also ich saß mal mit der Präsidentin, ich glaube, Pen Mexico war das, oder, die sagt, ich habe mal ein bisschen aus der Türkei erzählt, worauf sie sagte, naja, wir haben in Mexiko nicht das Problem mit verhafteten Journalisten, wir haben das Problem mit ermordeten Journalisten. Mhm. Und dann fühlte ich mich dann auch wirklich ein bisschen doof jetzt irgendwie mit ein bisschen der Knastgeschichten. Kurz, also natürlich gibt es dann auch in anderen Ländern auch außerstaatliche, bewaffnete gewaltbereite Gruppierungen, Milizen spielen eine Rolle. Aber was bei diesem Ranking auch, soweit ich weiß, auch eine Rolle spielt, ist auch die Frage, nicht allein, die Frage, dass das Informationsrecht der Bürgerinnen und Bürger, das ist ja die andere Seite der Pressefreiheit. Das ist ja nicht nur, wir schreiben hier etwas, weil wir so geil sind, sondern wir erfüllen damit eine öffentliche Aufgabe in ihrem Interesse, in ihrem Auftrag quasi, im Auftrag der Gesellschaft und leisten einen Beitrag, nicht einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger ihren Recht auf Information nachkommen können. Und dazu gehört auch die Möglichkeit, sich aus verschiedenen Quellen informieren zu können. Und da ist das in Deutschland, und deswegen ist Deutschland in diesem Ranking in den letzten Jahren auch gefallen. Also ganz oben war Deutschland nie, das sind, naja, Norwegen und Finnland, da kommt man an keinem Ranking vorbei.
weil das sind einfach die Streber. Aber im Vergleich zum letzten Jahr sind wir geklettert. Das ist ein Problem, jetzt mal abgesehen vom Ranking im Reporter ohne Grenzen. Soweit ich weiß, spielt das noch eine Rolle. Vielleicht irre ich mich da auch, aber auf jeden Fall glaube ich, dass das auch das Thema Informationsfreiheit, wenn wir das Thema von der Seite betrachten, auch beeinflusst. Und da komme ich auf das zurück, was Tanit, auf die Antwort von Tanit. Ich glaube, du lagst damit gar nicht mal so falsch mit deiner Antwort auf die Frage, warum nur Platz 11. Das hat nämlich tatsächlich auch mit dem Unterschied, mit der Situation in vielen Regionen zu tun. Also die erste Zeitungsredaktion, die ich von Ihnen gesehen habe, das waren Rüsselsheim, Oppeln. Das war die Mainspitze, die gehörte zum, das war der lokale Ableger der Mainzer Allgemeinen und den Rüsselsheim und Umgebung. Dafür gab es noch das Rüsselsheimer Echo, das gehörte zum Darmstädter Echo, das waren die Roten. Und heute hatte ich, weiß gar nicht, welche, wer wen aufgekauft hat, aber die beiden Titel gibt es immer noch, aber der Inhalt ist identisch. Und das gibt es in vielen Regionen in Deutschland. Und gerade in Deutschland ist die Presselandschaft, weil auch historisch auch so organisiert, dass regionale Zeitungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das ist in vielen Regionen, gibt es eine Konzentration, es gibt ein faktisches Zeitungssterben, Zeitungen, auch die Neue Ruhr-Zeitung und die WAZ zum Beispiel, da gibt es viele, viele Beispiele. Und dass die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, sich von auch aus verschiedenen Quellen zu informieren, sich auch verschiedene Meinungen anzuhören aus Seiten, also aus den Medien, das nimmt ab. Und ich glaube, die Bedrohung der Presse und Meinungsfreiheit oder des Informationsrechts der Bürgerinnen und Bürger, ich glaube, in Deutschland ist, finde ich jetzt die Sachen mit Pegida, ich will das nicht verharmlosen, aber ich glaube, die größeren Gefahren lauern eher hier. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen ein Abo abgeschlossen haben, ein ganz praktisches, also ein ganz altes, traditionelles Zeitungsabo oder auch ein Abo von digitalen Medien. Aber auch das ist etwas, was die Berichterstattung natürlich beeinflusst, die Möglichkeiten von Berichterstattung, weil wir haben in Deutschland natürlich auf eine gewisse Weise auch zum Glück den öffentlich-rechtlichen Sender, wo die Kollegen gerade auch im Nachrichtenbereich wirklich tolle Arbeit leisten, aber die sind halt auch gebührenfinanziert von uns allen. Wir in der privaten Wirtschaft, wir haben das nicht. Und alle, ob die Taz oder die Welt oder der Spiegel oder die Zeit, wir müssen alle irgendwo die Kohle verdienen, um das uns leisten zu können. Und das kostet halt auch Geld. Das kostet halt auch Geld, bestimmte Leute dafür abzustellen, einem Thema mal nicht nur drei Tage, sondern auch mal drei Monate irgendwo hinterher recherchieren zu können. Das ist alles. Und die Verlage, den Verlagen fehlt es an Geld. Und was stattdessen in den letzten Jahren leider auch bei den Zeitungen stattdessen mehr geworden ist, das ist nämlich billig. Das ist das Meinen. Ja? Und ich finde, das haben wir vorhin in der Diskussion, ging das so ein bisschen nebeneinander her. Einerseits, Sie haben das ja zuletzt auch nochmal angesprochen, ist die Meinungsfreiheit in Gefahr oder können ja alle was meinen? Ich meine ja, das ist natürlich auch nur eine Meinung, aber ich meine ja, ich war früher auch immer sehr für starke Meinungen. Inzwischen habe ich ein bisschen meine Meinung über das Meinen geändert. Das langweilt mich ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen der Fetisch unserer Tage. Jeder hat eine Meinung und hat eine Facebook-Seite, wo er sie tun kann und das ist das Wichtigste und das ist auch die Beschwerde von den Leuten, die jetzt bei der Corona-Demonstration oder von Pegida, dass sie ihre Meinung nicht kundtun können, diese Meinerei, mir persönlich geht die ein bisschen auf die Nerven und ich glaube auch, und das ist auch wichtig, wenn es um auch bei der Frage von Repression gegen Journalisten, also ich glaube die Sachen, dass ich verhaftet wurde, das hatte verschiedene Gründe, aber noch vorher geriet ich in den Fokus der türkischen Regierung, was ich an einigen Stellen gesehen habe. Man hat mir zum Beispiel keine Akkreditierung gegeben, hat sie auch nicht abgelehnt, hat meinen Antrag einfach 2 Jahre lang warten lassen und solche Sachen. Und ich weiß das auch aus verschiedenen Quellen so, was die Medien gestört hat. Meine Kommentare, wo ich geschrieben habe, naja, Erdogan vielleicht doch nicht beste Politiker, wo gibt, das war nicht das Problem. Aber von allen ausländischen Journalisten und Journalisten in Istanbul, die für ausländische Medien gearbeitet haben, war ich derjenige, der am häufigsten in den kurdischen Regionen unterwegs war. In dem Hafturteil spielt für mich eine Rolle ein Interview, das ich mit dem Acting Leader sozusagen der Nummer 2 der PKK in den Kandilbergen geführt habe. Es war natürlich, letztlich ging es da auch um Meinung, aber ich war da ja nur Vermittler und es war natürlich auch ein kritisches Interview, das ich mit ihm geführt habe, was nicht nur ich sage, sondern was auch das türkische Verfassungsgericht, als sie über meine Haftbeschwerde nach meiner Freilassung, 1,5 Jahre nach meiner Freilassung, über meine Haftbeschwerde geurteilt hat, ihr Recht gegeben hat und auch meine einzelnen
alle Zeitungsbeiträge, die mir zur Last gelegt wurden, einzeln geprüft und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass da liegt nichts, nicht der kleinste Anhaltspunkt für eine Straftat vor, heißt das in einem Urteil. Aber in den meisten Sachen, in den meisten dieser Texte ging es halt eben jetzt nicht um Meinungsbeiträge, dass ich irgendwie Erdogan doof gefunden habe, sondern tatsächlich um journalistische Arbeit, die, und jetzt komme ich nochmal auf das zurück, was ich eben nochmal gesagt habe, die es halt auch nicht für lau gibt. Mhm. Und auf die Frage so, das ist mit der Veranstaltung auch immer gerne gestellt, ich weiß noch, wenn wir eine Publikumsrunde machen, dann schau mal, was können wir denn machen? Ich glaube, eine Sache, die man, die jede Bürgerin und Bürger machen kann, ist, schließen Sie ein Abo ab. Und wirklich, oder wenn Sie sich das leisten können, auch gerne mehrere. Alles kann man nicht abonnieren. Ich habe privat auch nicht alles abonniert. Ich wechsle da manchmal. Und ob das jetzt wo Sie das machen, das ist nicht wichtig. Aber ich glaube, das Prinzip ist wichtig, weil die Medien als vierte Gewalt in unserer Gesellschaft, die werden nicht überleben, wenn die Gesellschaft sich nicht auch um sie kümmert. Das heißt halt auch eben nicht alles für lau irgendwo mitnimmt, weil Russia Today ist umsonst. Frau Koch. Und das wird auch umsonst bleiben. Frau Koch, Yücel hat es gesagt, Meinung. Brauchen wir mehr Journalisten mit Haltung oder sind wir Journalisten schlicht Beobachter? Ich überspitze das jetzt, die das einfach nur wiedergeben, was die Regierenden von sich geben, egal wie abstrus das ist. Nein, das sind wir nicht und ich glaube, das waren wir auch noch nie. Ich würde nur ganz kurz gerne nochmal bei der Dauerwerbesendung von Deniz Yücel anschließen. Auch die Mediengruppe RTL hat eine Möglichkeit, ein Abo abzuschließen. Das nennt sich TV Now. Das ist ein Streamingdienst, mit dem wir den Netflixens und Amazons dieser Welt durchaus gerne Konkurrenz machen und in Wettbewerb treten, wo Sie alle Informationssendungen abrufen können. Und ntv.de hat unter anderem eine großartige App, die man auch werbefrei abonnieren kann. Ansonsten ist sie kostenlos, aber zurück zu der Frage, ja. Auch der ursprünglichen Frage, die Sie an Deniz Yücel gestellt haben, müssen wir das aushalten? Ja. Das ist ja, wir reden ja über die Zukunft des politischen Diskurses und ich bin nicht ganz Ihrer Auffassung, dass das immer über einem Kommentar stehen muss. Das wäre beim Spiegel beispielsweise schwierig, wo auch sehr viel Kommentierung zwischen den Zeilen ist, da steht ja nicht Kommentar drüber. Ich glaube, dass solange transparent ist und das ist manchmal bei großen Buchstaben durchaus auch gegeben, bei Fernsehnachrichten ist es wiederum schwieriger, Kampagnen oder Kommentierungen abzugeben. Das nimmt das Publikum auch nicht an. Insofern muss man da sehr genau differenzieren, von welchem Genre reden wir hier eigentlich. Aber die Gefahr ist doch, dass wir uns in Haltungsjournalismus ergehen. Und ja, ich finde eine Haltung richtig. Ich finde Rückgrat noch viel wichtiger als Haltung. Daran mangelt es manchmal, aber das hat nicht nur was mit unserer Branche zu tun, sondern auch mit vielen anderen. Aber die Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist, wie gehen wir künftig in dieser Gesellschaft miteinander um? Sozialen Medien sind schon gefallen und was ich erlebe, ist eine Erregungskultur dort, die immer und immer weiter amplifiziert wird. Ich kann mich davon auch nicht ganz frei machen, wenn ich mich über was aufrege, dann Sie auch? Ja, dann twitter ich auch, wenn es um die 6.35 Uhr die Morgenandacht im Deutschlandfunk ist und da jemand irgendwie komplett daneben greift. Dann, aber ich trete danach dann noch mit denjenigen in Kontakt und schreibe es auch nochmal differenzierter in der E-Mail. Ich finde auch Kritik auch an Medien sehr, sehr wichtig und gerade die sozialen Erregungsmedien sorgen auch dafür, beispielsweise, dass wir transparenter werden, weil man früher ein Zitat, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aus dem Zusammenhang gerissen hat. Das ging und es ging irgendwie unter und manches versendete sich auch. Das geht nicht mehr. Man ist sehr viel mehr zur Rechenschaft verpflichtet, auch als Journalist und das ist gut so. Und das zwingt uns auch de facto besser zu arbeiten und präziser zu arbeiten. Aber mein Gefühl ist dennoch, dass man sich dort ständig anschreit. Ja. Und die Tastaturkrieger von zu Hause aus Dinge von sich geben. Und das sind auch Journalisten, das sind nicht nur Journalisten, aber das sind auch Journalisten, die sie der betreffenden Person so niemals direkt ins Gesicht sagen würden. Und dass dadurch eine Spaltung entsteht und ein immer größer werdender Konflikt, der teilweise gar nicht mehr ermöglicht, dass man überhaupt noch akzeptiert, dass jemand anders eine andere Meinung hat. Also es geht gar nicht um die Frage, soll man eine Meinung haben oder nicht, sondern dass man die Meinung, so sehr sie einem auch wehtun mag, die ein anderer hat,
akzeptiert. Am Wochenende haben wir sehr viel von Ruth Bader Ginsburg gehört, der verstorbenen Richterin am obersten, am Supreme Court der USA, die unter anderem sagte, manchmal sowohl in Ehen als auch im sonstigen Leben schadet es nicht, auch mal ein bisschen taub zu sein. Mhm. Und ich finde, an vielen Stellen sollte man sehr genau hinhören oder auf gar keinen Fall sich taub stellen. Aber manchmal könnte man auch sagen, okay, da mache ich jetzt nicht, da trete ich nicht noch mit in den Streit ein, sondern atme einmal tief durch und beteilige mich nicht an jedem einzelnen Ausbruch, den es dort gibt. Und was mich ebenfalls fasziniert hat an dieser Bundesrichterin, ist, dass sie sehr eng befreundet war mit einem Kollegen am Supreme Court, Scalia, der Katholik und erklärter Abtreibungsgegner war. Und diese sehr liberale, progressive Frau hatte überhaupt keine Probleme, auf Reisen zu gehen mit diesem nicht wirklich liberalen, sondern sehr konservativen Richterkollegen. Und das ist eine Form des Umgangs, wie wir es in der Gesellschaft, völlig egal, ob auf sozialen Medien, in den klassischen unabhängigen Medien, im familiären Kreis, auf der Arbeit, überall da, wo Menschen aufeinandertreffen, was uns gelingen muss, damit niemand das Gefühl hat, dass er sich gar nicht mehr trauen kann, seine Meinung zu äußern. Aber ich muss noch einmal ganz kurz nachhaken. Sie haben es angesprochen. Inwiefern sind die Medien, ich formuliere es mal so, mitverantwortlich über die immer kürzer, in kürzeren Abständen auftretenden Empörungswellen, über die immer, was für ein Tier ist es, was man durchs Dorf treibt. Also wie mitverantwortlich sind Medien? Ich meine sowohl die klassischen als auch die sozialen Medien. Ich schaue mich immer von den Medien zu reden, weil wir schon eine sehr große Unterschiedlichkeit haben. Aber was Sie gerade sagen, wer da durchs Dorf getrieben wird, das stimmt schon. Und damit komme ich zurück auf meine erste Antwort. Wir müssen genau gucken, ob das auch wirklich die Themen sind, die Menschen interessieren, für die wir arbeiten, für die das Grundgesetz uns schützt. Und Frau Dr. Schnabel, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber mein Parteikollege Rainer Brüderle wurde mal so richtig durchs Dorf getrieben, wegen eines Satzes, der nicht nur unglücklich, sondern auch sehr unnötig war, der aber weder strafrechtlich relevant noch besonders frisch, war, glaube ich, ein halbes Jahr her. Und das war ein riesen, riesen Medienthema. Wenn auf der anderen Seite dann ein Bundestagsabgeordneter aus einer Berliner Dealerwohnung mit Crystal Meth erwischt wird, dann war das den meisten Medien nicht so wahnsinnig viele Zeilen oder nicht so wahnsinnig viel Berichterstattung wert wie die Causa Brüderle, obwohl hier ganz klar ein strafrechtlicher Vorgang war. Und nach wenigen Monaten saß der entsprechende Bundestagsabgeordnete auch wieder in der Talkshow und gab, glaube ich, noch zwei Interviews, wir reden von Volker Beck offensichtlich, in denen er das so quasi zur Privatsache machte. Und da habe ich mich gefragt, wenn man so in der Bevölkerung mit den Menschen spricht, was ist eigentlich mehr Thema, dass ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages sich illegale Drogen verschafft, damit letztlich auch mittelbar die Mafia finanziert und. Oder eine völlig missglückte Bemerkung um 12 Uhr nachts nach einem Parteitag an der Bar. Mhm. Da stimmte einfach die Gewichtung nicht. Und das müssen wir uns, finde ich, alle auch immer wieder vor Augen führen. Auch wenn wir uns persönlich über ein Thema erregen und es uns in unseren Werten, in unserer Haltung sehr, sehr betrifft. Was möchte der Zuschauer, was möchte der Leser und was sollte er auch erfahren? Es ist nicht Google, die darüber bestimmen dürfen, weil das eine so klickt und das andere so klickt, was wir am Ende berichten. Das ist schon unsere Entscheidung, aber die sollte am Ende auch sich danach richten, dass wir die Menschen, für die wir arbeiten, erreichen und für sie berichten und nicht nur über sie. Mhm. Frau Leuthauser-Schnarrenberger, da schließt, oder Herr Hügel? Da würde ich jetzt widersprechen, ja. Ich finde, Tanis, deine Beispiele, die du gebracht hast, das sind so auch ein gutes Beispiel, wie, finde ich, auch wenn das beide schon eine Weile her ist, wie diese Erregungsgeschichten funktionieren. Weil vielleicht darf ich das auch noch dazu sagen. Ich habe ja auch nicht zu jedem Thema eine Meinung, aber da erinnere ich mich, beide Sachen kommentiert zu haben. Ich habe in beiden Fällen habe ich die betreffenden Politiker verteidigt, und zwar Rainer Brüttel damals noch in der Taz und Volker Beck in der Welt. Andersrum wäre es einfach gewesen. Aber ich habe das so rumgemacht, natürlich. Aber das hat sich so ergeben. Bei dem einen war ich noch bei der Taz, bei dem anderen schon in der Welt. Aber ich glaube, dein Plädoyer, das ist bestimmt nicht so gemeint, aber ich glaube, das steckt da so ein bisschen drin, zu sagen, hier war die Erregung falsch
richtiger wäre es doch gewesen, sich darüber zu erregen. Und so funktioniert ja auch, so funktioniert ja auch der Boulevard, auch der klassische Boulevard, nicht nur die Bild, da haben wir in Deutschland auch immer ein Problem gehabt. Ich habe auch nichts gegen Boulevard, das war halt auch immer so, vor allem bundesweit war das von wenigen Ausnahmen, abgesehen in Köln und München und so, hatte die Bild auch oft ein Monopol. Das fand ich eher auch früher schon das größere Problem, da Monopole sind nie gut. Aber Boulevard lebt ja auch immer von Empörungswellen. Und ich glaube, wir finden da keinen Ausweg daraus, wenn wir jetzt, es funktioniert immer so, die einen regen sich dann jetzt über ein freundliches Fuck you auf und man kann danach die Uhr stellen und beim letzten Mal waren es genau dieselben Leute, die gesagt haben, das ist doch nicht weiter schlimm und wer sich jetzt aufregt, hat beim letzten Mal diese Aufregung, diese Empörungskultur, ich finde die nervig, ich finde die nicht schlimm. Ich finde eher so eine gewisse Lust am Untergang, die sich oft zeichnet. Alles geht kurz vor dem Abgrund und so. Das finde ich wirklich bedenklich, an denen sich auch viele Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch mit ganz unterschiedlichen Argumenten, aber das, was man sehr oft hört, das finde ich wirklich bedenklich, diese Empörungsgeschichten. Ich finde die nervig und da finde ich aber auch das größere Problem nicht mal, dass irgendwer sich im Internet aufregt. Meine Güte, dafür wurde das Internet erfunden. Ich habe eher, und da haben wir, glaube ich, mit dieser Sache mit Dieter Nuhr bei der Deutschen Forschungsgesellschaft, das war wirklich ein Paradebeispiel dafür, wo das Problem eher liegt, nämlich bei der Unfähigkeit. Vielleicht ist es auch eine Sache, braucht man ein paar Jahre, um mit den sozialen Medien eben noch den Umgang zu lernen, aber im Moment scheint mir eine wirklich große Unfähigkeit der Institutionen gegeben, von Institutionen aller Art, mit Aufregung und mit Kritik umzugehen. Und das hat man bei Dieter Nuhr und der Deutschen Forschungsgesellschaft gesehen. Die so, da gibt es die eine Aufregung, sie ziehen da sofort zurück, dann gibt es eine andere Aufregung und dann schlagen sie ihm vor, dass sie das mit einem Warnetikett oder so ähnlich wieder auf die Seite stellen wollen, worauf dann Dieter Nuhr natürlich sagt, ihr spinnt wohl, dem stimmt er nicht zu. Und dann kommt das dann, am Ende hat sich diese altehrwürdige Institution so derart zum Deppen gemacht, das muss man erstmal hinkriegen. Aber ich glaube, auch hier ist das mit einem, man muss Dieter Nuhr sicher nicht zu so einem Statement bitten. Kann man machen, muss man nicht. Aber wenn man das macht, dann muss man das auch aushalten. Und ich glaube, das ist, deswegen sind solche Empörungen oft auch deswegen so beliebt, weil man auch merkt, naja, es bringt ja auch was, weil Institutionen, übrigens auch Zeitungsredaktionen auch immer wieder, auch Sendeanstalten der öffentlich-rechtlichen Medien, man muss nur lang genug hashtaggen, dann kommt schon was, vielleicht dabei was raus. Und ich finde auch diese Empörungswellen auch nicht in jedem Fall unberechtigt, auch ich persönlich nicht. Und ich glaube, irgendwann habe ich mich auch schon mal daran beteiligt. Aber das größere Problem scheint, nach meinem Dafürhalten, liegt das nicht darin, dass sich irgendwer ist immer empört, sondern das größere Problem, dass es bei Institutionen wirklich aller Art an einer gewissen Souveränität auch fehlt. Und man kann ja auch auf Kritik antworten. Man muss ja nicht alles dann abkanzeln oder aussitzen. Man kann ja auch auf Kritik antworten, ohne so kopflos zu reagieren, wie jetzt die Deutsche Forschungsgesellschaft, die damit auch nicht alleine steht, aber die wirklich in diesem sich besonders gründlich zum Deppen gemacht hat. Zwei Punkte ganz kurz dazu. Ich glaube, die Schwierigkeit ist nicht so sehr, dass wir uns empören, sondern, und das habe ich versucht eben auszudrücken, dass wir eine Unwucht haben, bei dem, worüber wir uns empören, und das häufig an Interessen breiter Teil der Bevölkerung komplett vorbeigeht. Und das ist etwas, was ich für gefährlich halte, denn wenn sich Menschen nicht mehr durch Medien repräsentiert fühlen, sie sich anderen zuwenden und wir sehr genau darauf achten müssen, dass wir nicht den Leuten nach dem Mund reden, aber Stimmungen erkennen und damit umgehen können. Und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gestehe ich zu, dass auch sie noch einen Weg finden wird. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den machen sie einmal, den machen sie kein zweites Mal. Und dass auch dort Fehler gemacht werden können. Es war ein Fehler und der wurde korrigiert und dann ist auch mal gut. Ich habe selber den Kopf geschüttelt, ich habe irgendwas retweetet.
Wir haben versucht, Dieter Nuhr auch zum Interview zu bringen, der sehr, ich hoffe, das ist jetzt nicht Geheimnisverrat, aber der uns sehr zugewandt war, aber meinte, er sei gerade in Gesprächen mit der DFG und wenn die ordentlich funktionieren, dann müsse er sich jetzt darüber nicht noch bei uns aufregen. Und so kam es dann auch, dass sein Beitrag wieder online gestellt wurde. Du hast es eben gesagt, das Ganze gibt es ja noch nicht so lange. Also Social Media im gesamthistorischen Menschheitskontext ist vielleicht 5 Minuten alt. Und wir lernen da noch wahnsinnig viel zu. Und wann immer ich höre, Gide Jensen sagte es eben, dass wir jetzt der jungen Generation Medienkompetenz beibringen müssen. Ich weiß nicht, wer hier im Raum TikTok nutzt. Wenige höchstwahrscheinlich. Ich glaube, dass wir das nicht an Generationen festmachen dürfen, sondern dass es im Übrigen auch nicht die Leute, die sind doof und deshalb brauchen die Medienkompetenz, sonst fallen sie über auf Fake News rein, sondern dass gerade journalistische Redaktionen eine sehr große Bürgerkompetenz brauchen. Politiker haben Wahlkreise, Journalisten haben keine Wahlkreise und wir sollten da dringend was dran tun, dass sozusagen die Nähe zur Bevölkerung, zu den Menschen, für die man arbeitet, hergestellt wird. Das ist in Corona-Zeiten jetzt nicht leichter geworden, aber es ist wirklich zwingend. Und dass wir manchmal Twitter einfach Twitter sein lassen, denn richtig, richtig breit wird es dann ja erst getreten, wenn es aus Twitter heraus oder aus Facebook heraus in die unabhängigen Massenmedien gerät. Und da vielleicht auch mal sagen, ist es das wirklich wert oder der nächste Sturm wird schon kommen, lass uns diesen noch vorbeiziehen. Das fällt nicht immer leicht, das fällt sogar sehr schwer, weil wir auch von Neuigkeiten abhängen und die mögen, aber manchmal ist es dann auch tatsächlich gut, das einfach mal sein zu lassen. Aber ich glaube, erlauben Sie mir, das in einer Frage zu formulieren, weil ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich spüre es. Ich glaube, es ist nicht nur die Empörungswelle, die immer in immer kürzeren Abständen ist. Es ist auch das Wie, die Sprache, wie wir miteinander diskutieren, die Verrohung der Sprache, das Beschimpfen, das Beleidigen. Also nur um noch mal ein Beispiel zu nennen, das ist kein altes Beispiel, das ist ein relativ junges, das werden Sie juristisch sehr viel besser beurteilen können, unterliegt unsere zivile Verständigung, unsere Kommunikation überhaupt noch irgendwelchen Regeln, wenn sich eine Bundestagsabgeordnete als Stück Scheiße beschimpfen lassen muss? Da sind noch andere Wörter gefallen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Also das hat was mit der Verrohung der Sprache zu tun und mit unseren Kommunikationsregeln. Sind die überhaupt noch da? Gibt es noch welche, Frau Leuthauser-Schnarrenberger? Also ich glaube, muss man differenzieren, denn gerade das, was Sie eben genannt haben, und da kamen ja noch 15 andere Begriffe dazu. 22 insgesamt. Oder 22 insgesamt, und dann wurde sehr sortiert beim Gerichten, was man noch gerade im politischen Kontext sagen dürfe und nicht. Und das kam natürlich über die sozialen Medien. Mhm. Es war nicht so, dass sich jemand jetzt Frau Koch gegenüberstellt und genau sowas gebraucht, sondern da kam zum Teil mit Namensnennung, aber auch natürlich zum großen Teil anonym solche Äußerungen und die sind dann gerichtlich geprüft worden. Und natürlich muss in der politischen Auseinandersetzung es auch möglich sein, dass man nicht dreimal sagt, ich entschuldige mich jetzt, wenn ich jetzt eine andere Meinung bin, aber dass das natürlich die Grenze hat dann, wenn es zu Beleidigung, Diffamierung jetzt bezogen auf eine Person führt. Und natürlich hat das Verfassungsgericht immer gesagt, man muss im politischen Diskurs auch sehen, da ist mehr möglich, mehr zulässig. Wir wollen so wenig wie möglich reinregieren. Aber dass dann von 22 Begriffen, ich was weiß ich, 7 6, oder 8, 6, werden dann rausgefiltert, aber auch nur noch durch mehrere Instanzen. Die sind dann beleidigend. Die anderen, wo ich überhaupt gar keinen Unterschied gesehen habe, sind es dann nicht. Also das versteht man nicht. Von daher gibt es sehr wohl eigentlich schon Regelungen, aber sie sind nicht immer leicht durchzusetzen, weil das auch immer mit einer politischen Bewertung verbunden ist. Ich wollte gerne etwas sagen, jetzt gerade zu dem DFG und ein bisschen davon weg zu verallgemeinern. Das ist ja das, was man so unter diesem Begriff Cancel Culture diskutiert, das auch aus Amerika kommt, aber auch hier in Deutschland. Also, dass es bei bestimmten Themen entweder sofort einen moralisierenden Zeigefinger gibt, das darf man doch jetzt nicht diskutieren. Also ganz zugespitzt passiert das, wenn ich zum Beispiel über das Kopftuch diskutiere. An der Uni ist das Professorin gegangen, die wollte über Kopftuchverbot ja oder nein diskutieren. Sehr wohl kontrovers, hatte aber auch Befürworter des Kopftuchverbotes dabei. Und dann ging ein Shitstorm los, also nicht nur über soziale Medien,
Medien, sondern auch von Kollegen, kann man doch nicht machen, einseitig schürt Vorurteile, dann musste die Veranstaltung abgesagt werden. Dann haben sich die anderen aufgeregt, warum kann an der Uni nicht mehr über ein ja, natürlich kontroverses Thema, auch mit einem gewissen wissenschaftlichen, aber auch nachher mit einfach einem allgemeinen Zugang, wo eben dann auch die Meinungen ausgetauscht werden. Worüber kann darüber nicht diskutiert werden? Wo soll denn sonst der Raum sein? Und das halte ich für schon eine Gefahr, wenn so immer bei bestimmten Themen, wo manche meinen, sie hätten also hier die richtige Meinung oder das, die richtige Haltung, und dann will man nicht, dass wenn jemand das Thema anders intoniert, dann darüber das stattfindet, was zu unserer Demokratie gehört, nämlich der Streit, nicht mit Beleidigungen, sondern einfach die Kontroverse, weil ich hier unterschiedlicher Auffassung bin. Also da meine ich dann gerne mal was, aber es muss doch einfach diese Bereiche, diese Räume geben, und je mehr dann vielleicht auch mit den sozialen Medien, da komme ich wieder zu Ihrer Frage, natürlich da auch zugespitzt wird oder radikalisiert und auch polarisiert wird, umso schwieriger wird das ja, weil ich doch mich selbst auch frage, wenn ich vielleicht so eine Debatte initiiere, tue ich mir das an, dass ich dabei weiß, wie beschimpft werde, dann lasse ich es doch lieber gleich sein, habe also so eine Schere im Kopf. Also Sprache verroht dann, wenn man meint, nicht in irgendeiner Form auch eine gewisse Verantwortung zu haben, sondern ich hau halt den letzten Schrott da eben nochmal raus. Ja, und wenn dann die Journalisten das nicht aufgreifen, weil Twitter ist ja heute doch ein wichtiges Informationsmedium, so habe ich das immer verstanden, dass viele Journalisten morgens gucken, was läuft über Twitter, und daraus wird dann gesagt, aha, das Thema ist jetzt ein aktuelles und das, und von daher haben die, obwohl sie kein klassisches Medium sind, wo recherchiert, hinterfragt wird, haben die doch nur eine ziemliche Auswirkung, einen ziemlichen Einfluss. Ich glaube, man muss das thematisieren und vor allen Dingen nicht auf jeden Schmarrn, der da kommt, immer gleich auch noch tweeten, retweeten und nochmal fünfmal, sondern es muss sich auch mal vielleicht totlaufen. Und ich habe einen schönen Vorschlag gelesen, wurde gesagt, ja, diese ganzen Likes, das führt natürlich auch dazu, dass Themen so hochgejatzt werden. Und wenn man nicht mehr Likes hätte, sondern Respekt-Buttons, wo man sagt, voller Respekt sagt, genau, also respektvoll unterstütze ich das, kommt natürlich nicht, weil das ist ja alles auch geschäftsmäßig verortet und spielt ja auch eine wichtige Rolle bei den ganzen Werbungen und so weiter, dass ich diese Likes habe. Aber wenn die eine andere Bedeutung hätten, als nur irgendeinen Schmarrn hochzujatzen, damit das dann ein Thema ist, an dem sich ganz viele abarbeiten können, wäre ja schon mal was erreicht. Mhm. Herr Yücel, Sie sind unruhig. Sie möchten was sagen. Ich muss, aber wenn ich darf. Bitte. Das, ja, zu dem, ach, nur vielleicht das vorneweg, wenn das, ich weiß nicht, das war so ein bisschen despektierlich, eben die deutsche Forschungsgemeinschaft. Also ich hoffe auch sehr, dass ihr diesen Fehler nicht nochmal wiederholt. Ich habe das einfach nur als Beispiel genommen, weil das einfach so komplett unnötig war und weil das, fand ich, auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass man so hin und her geschwankt hat. Das hätte auch umgekehrt funktionieren können, aber da wollte ich nur was verdeutlichen. Ich glaube auch, ich bin auch zuversichtlich, dass die DFG diesen Fehler nicht nochmal wiederholt. Aber ich wollte nochmal zum Thema auch das Beispiel mit der Uni, vielleicht habe ich, war das in einer Zeit, passierte das in einer Zeit, in der ich verhindert war, ich weiß nicht, das habe ich jetzt gerade nicht präsent, aber ich finde jedenfalls grundsätzlich, ich mich an eine andere Geschichte, letztes Jahr an der Universität als ein ehemaliger Universitätsprofessor und zwischenzeitiger, naja, auf eine gewisse Weise doch leider sehr erfolgreicher Politiker wieder an die Uni zurückkehrte, und es gab dann Proteste, die halt auch zur Universität gehören, meine Güte, das ist halt auch der Job von Studenten, wo danach wirklich so ziemlich jede Zeitung in Deutschland und auch Zeitschrift auf die Zeit, auch die Spiegel, meine Zeit, und die Welt, die Süddeutsche, die große Freiheit, ist die Meinungsfreiheit in Gefahr, weil irgendwie 200 Studenten in Hamburg eine Veranstaltung gesprengt haben. Meine Güte, auch das gehört dazu. Auch das ist, und das kann sogar, ich glaube, in dem Fall gilt das nicht, aber es gibt auch einige, sagen wir mal, auch Rechtsbrüche, die es auch waren, Hausfriedensbruch. Also es war auch ein Hausfriedensbruch, als die jüdische Gemeinde in Frankfurt 1985 die Aufführung des Fassbänderstücks der Stadt, der Müll und der Tod verhindert hatte. Auch das war strafrechtlich
nicht relevant. Es hat aber eine Bedeutung, weil sich die jüdische Gemeinde weder vorher noch nachher der Diskussion verweigert hat. Das war sogar die Emanzipation der Juden, jüdischen Gemeinden in Deutschland nach 45 beginnt mit dieser, das ist das Ereignis dafür. Also deswegen finde ich, auch das kann, auch die Kritik im Handgemenge, sogar auch das Handgemenge kann auch zur demokratischen Diskussion dazugehören. Ich finde, das muss man dann halt auch aushalten können. Und bei dieser ganzen Debatte hat den klügsten und besonnensten Satz, den ich gelesen habe, der stammte von Angela Merkel, die in einem Interview dann gefragt wurde, so ein bisschen im Nachklapp der Diskussion, ob denn die Meinungsfreiheit in Deutschland gefährdet sei, worauf sie sagte, nein, natürlich nicht. Und sie lädt jeden dazu ein, frei seine Meinung zu sagen, das kann jeder. Aber Meinungsfreiheit bedeutet nicht Widerspruchsfreiheit. Und wer seine Meinung sagt, der muss es auch aushalten, dass einem auch ein harter Wind auch entgegenbläst. Frau Merkel sagte, sogar ein sogenannter Shitstorm, sagte sie in diesem Interview ziemlich wörtlich. Und ich glaube, sie hat recht. Und da finde ich so etwas, was ich auch in dieser Diskussion ein bisschen schwierig finde, Leute, die sehr gerne und kräftig ihre Meinung zeigen und auf der anderen Seite ziemlich zimperlich sind, wenn sie was abbekommen. Nee, das gehört dann auch zur zu Diskussionen in einer offenen Gesellschaft. Und wie gesagt, es kann auch manchmal auch, und dabei kann es manchmal sogar auch rumpelig werden, das gehört dann auch dazu, solange das nicht der Dauerzustand ist. Frau Koch, ich dachte, Sie... Das klang so. Ich dachte, ich bringe wieder ein bisschen Stimmung rein, um kontrovers zu sein, aber ich stimme vollkommen zu. Dann sage ich vielleicht noch was zu den Informations, das wollte ich gerade noch sagen, mit dem Twitter, weil ich vorhin auch gesagt habe, das Internet wurde dazu erfunden, dass man sich empört und so, das war auch ein bisschen salopp. Es gibt natürlich auch eine andere Seite. Ich gucke inzwischen seltener rein bei Twitter, aber diesen Trending Topics habe ich immer noch, obwohl ich jetzt auch seit 3 Jahren nicht mehr Türkei-Korrespondent der Welt bin. Ich habe da immer noch die der Türkei eingestellt. Ich schreibe auch ab und zu noch mal für die Türkei, aber über die Türkei, aber nicht mehr so oft. Aber ich habe das absichtlich deshalb, oder weil ich weiß, in Deutschland ist dann jetzt irgendein Aufreger schon wieder. Das ist langweilig. Und in der Türkei sind damit, und nicht nur, da steht nicht nur die Türkei, das ist im Iran auch ähnlich, das ist in anderen, in all den Ländern, wo die Meinungsfreiheit durch massive staatliche Kontrollen, Zensur und so weiter gefährdet ist, ist das Internet tatsächlich auch gerade die sozialen Medien sind Medien der Opposition und auch hier in Deutschland. Ich habe die Tage in Essen, an der Menschen, mit denen ich in Essen gesprochen habe, das war ein junger Mann, der noch vor George Floyd in Essen zum Opfer eines Polizeieinsatzes wurde. Ich habe mit ihm auch selber gesprochen. Mir scheint, ich kann das nicht beurteilen, der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft, aber man hat ja als Gefühl, auch als Journalist auch ein Gefühl, was ist da für ein Gegenüber? Und er schien mir sehr glaubwürdig mit seiner Schilderung eines wirklich sehr krassen Falles von rechtswidriger Polizeigewalt verbunden mit Rassismus, der das da schon im März dieses Jahres den Instagram-Video aufgenommen hat, was dann über ein paar NGOs und Leute dann über Social Media verbreitet wurde, inzwischen knapp 2 Millionen Mal geklickt wurde und natürlich jetzt auch in Essen auch von der Polizeiführung und ernst genommen wird, weil auch in Deutschland die sozialen Medien natürlich nicht in so einer Weise wie in der Türkei oder im Iran, aber auch in Deutschland für Menschen eine einfache Möglichkeit ist, sich Gehör zu verschaffen. Und selbstverständlich, das hat Tanit vorhin schon mal gesagt, sind die sozialen Medien auch eine Kontrolle und sonst für uns Medien und für die herkömmlichen Medien. Und deswegen sind sie auch ein Segen. Also Tayyip Erdogan nannte Twitter mal eine Plage. Und er hat seine Gründe, Twitter so zu bezeichnen. Und deswegen bei aller Despektierlichkeit oder Flachsigkeit, mit der ich über die sozialen Medien vorhin gesprochen habe, sie haben natürlich auch was, sie sind nicht nur eine Plage. Nein, sie sind nicht gut oder schlecht, das ist die Frage, wie man sie nutzt. Und ergänzend würde ich nur noch gerne sagen, das ist auch sehr häufig die Frage, weil das Thema schon Sprache war und Verrohung. Man muss gar nicht bis zur Verrohung gehen, um zu sehen, dass wir an einigen Stellen an Menschen vorbei berichten. Wenn also diejenigen, die hier auf eine Anti-Corona-Maßnahmen Demo gehen, automatisch als Corona-Leugner bezeichnet werden, was glücklicherweise die allermeisten Medien sehr sauber nicht mehr tun, sondern da wird differenziert von Kritikern der Maßnahmen bis hin zu Verschwörungstheoretikern. Aber so in den ersten Monaten, als der Lockdown noch etwas härter war und sich dann der ein oder andere mal hervorgewagt hat, um Zweifel zu äußern, dann war das schon mutig
weil wir sprachen vorhin im Vorgespräch darüber, ich glaube, es ist bei 83%, über 80% der Bevölkerung stimmen den Maßnahmen zu. Und wenn man dann zu den 17% gehört, die Zweifel anmelden, möglicherweise aus persönlicher Betroffenheit, weil man sein Geschäft nicht öffnen kann, weil man mit so und so vielen Gästen im Restaurant den Koch trotzdem nicht bezahlen kann, weil man sieht, dass möglicherweise in dem einen Bundesland oder Landkreis die Fallrate so gering ist, dass es unverhältnismäßig wirkt. Das muss man auch sagen können, ohne dass dann gleich Menschen kommen und einem den Aluhut aufsetzen, weil man dann nur wieder diejenigen bestärkt, die uns das unterstellen, dass wir sozusagen die Journalisten ja Teil des Establishments sein und täglich ihren Marschbefehl aus dem Kanzleramt bekommen, was auch nur für diese Runde nicht der Fall ist, der Fall war. Das glauben Menschen. Und ich hatte selber mal tatsächlich das Vergnügen, jemanden kennenzulernen, der an Chemtrails glaubt. Also der wirklich dachte, dass das die Kondensstreifen, die man sieht, bei Flugzeugen bewusst eingesetzt sind, um uns mit irgendwelchen Chemikalien zu berieseln, damit wir willfährige, gar nicht mehr so mündige Bürger, sondern Ausführer staatlicher Gewalt sind. Und dem dachte ich, das Erste, ich google mal und lese ihm dann was vor und fand sehr schnell einen Spiegelbericht, in dem aber direkt im ersten Absatz Verschwörungstheorie stand, was es ja auch ist. Und dann sagt er, ja klar, da ist man sofort wieder Verschwörungstheoretiker. Und ich merkte dann, dass man, wenn man Menschen nicht sozusagen auf die Art anspricht, auf die sie angesprochen werden, nicht möchten, aber sollten, man sie natürlich auch nicht überzeugen kann. Und wenn man Verschwörungstheoretiker sagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker, warum sollte der einen ernst nehmen? Es gibt Studien dazu, die in den Fällen leider belegen, dass Medien da nicht so wahnsinnig weit kommen und dass Menschen, die wirren Thesen anhängen, sich von Gegenbeweisen eher noch viel mehr ins wirre Lager begeben, dass aber vor allem Familie, Freundeskreis eine ganz, ganz hohe Bedeutung haben, und zwar nicht, indem sie sich über die Leute lustig machen, sondern fragen, mal was erklären, noch mehr hinterfragen, aber auch die ernst nehmen, so schwer das fällt. Und das ist etwas, was man auf massenmediale Weise nicht machen kann. Wir können unser Programm nicht nach Verschwörungstheoretikern, die es leider gibt, richten, aber vielleicht ein bisschen weniger Suffisanz und ein bisschen weniger herablassend. Wir wissen wirklich auch nicht alles, und ganz häufig ist die Wahrheit relativ. Und das ist auch eine Frage der Sprache. Sie muss nicht verroht sein, um an Menschen vorbeizugehen, beziehungsweise sie nicht zu erreichen. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, mit Blick auf die Uhr muss ich Sie leider um eine kurze Antwort auf eine der letzten Fragen bitten. Vielleicht nochmal zusammengefasst, wie sichern wir also, wir als Gesellschaft, wir alle, nicht nur Journalisten, nicht nur Politiker, nicht nur Anwälte, sondern wir alle, wie sichern wir das hohe Gut der Rede- und Meinungsfreiheit? Indem wir uns natürlich selbst daran beteiligen, auch mit der richtigen Sprache, indem wir versuchen, auch ein bisschen unaufgeregter zu sein, und indem wir nutzen, das, was ja nun gerade auch mit dem Internet, den sozialen Medien möglich ist. Da kann ich richtig recherchieren, da kann ich auch zu allem was finden, da kann ich auch Fakten finden, wenn ich meine, ich lese da etwas, was sich irgendwie vollkommen krude oder sonst wie anhört. Also, dass wir einfach, sagen wir, mit einer gewissen Reflexion und auch mit Nachfragen und nicht alles einfach hinnehmen, mit diesen Dingen umgehen. Und der allerletzte Schritt, Ultima Ratio, ist ja dann immer nur, sich an Gerichte zu wenden. Das ist die äußerste Grenze dessen, was dann möglich ist. Ich glaube, wir müssen ganz anders versuchen, uns durch diese Art und Weise selbst einzubringen und auch die Möglichkeiten nutzen, wenn man wirklich mal einem Shitstorm ausgesetzt ist, die es gibt. Kann man auch alles im Netz finden. Gibt es verschiedene zivilgesellschaftliche andere Organisationen, die einen da unterstützen. Da ist man nicht nur allein, ja, und uns wirklich vor Augen führen. Man muss nicht wirklich auf jeden Schmarrn auch noch von sich aus meinen, reagieren zu müssen, sondern sich dann vielleicht mal wieder anderen Themen zuzuwenden. Und ja, natürlich abonnieren. Abo, Abo, Abo. Herr Yücel, nachdem Sie, ich traue mich jetzt nochmal, ne, nachdem Sie Ihre Haft selbst nochmal ins Spiel gebracht haben im Laufe unserer Diskussion, traue ich mich jetzt zum Schluss doch noch eine letzte Frage dazu zu stellen. Auch mit dem Blick auf die Uhr, auf eine kurze Antwort. Wie groß ist Ihre Hoffnung? Also man muss da vorweg, möchte ich noch sagen, Ihr Anwalt hat angekündigt, in Berufung zu gehen, was Ihr Urteil in der Türkei betrifft. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Ihr Fall noch mit einem Freispruch endet? Ziemlich groß. Das ist eine sehr schöne Geschichte, auch eine spannende Geschichte, glaube ich, fast thrillermäßig. Aber das Ergebnis ist
dass ich, die wollten mich heraus, die haben mich herausgeworfen. Also anders als Can Dündar, der übrigens auch, vielleicht der Name wird ihm bestimmt was sagen, türkischer Kollege, der übrigens auch nicht wegen Meinungsäußerung, sondern in seinem Fall wegen Recherchen zum Thema Waffenlieferung des türkischen Staates damals an Al-Qaida Milizen in Syrien. Deswegen hat Tayyip Erdogan inzwischen eine Art, daraus hat er so eine Art Blutrache gemacht. Das ist wirklich auch irrational. Das kann ich ab einem gewissen Punkt, habe ich dafür auch keine Erklärung mehr. Bei mir ist es, also den will er unbedingt zurück, über den spricht er immer wieder, über mich hat er, nachdem er, als ich im Gefängnis saß, den Satz gesagt hatte, solange ich auf diesem Stuhl sitze, kommt der nicht raus. Hat sich dann ein bisschen anders ergeben. Der hat auch nie wieder über mich gesprochen. Für ihn bin ich nämlich, der war total genervt von mir. Das hat er auch teilweise auch in Interviews gesagt. Die Deutschen, Fadalo, was das für einer ist. Ah, die Deutschen, wörtlich sagt er in einem Interview in der Zeit mit Giovanni Di Lorenzo, die gehen schlafen, die wachen auf und sagen, Dennis, ja, der konnte das nicht mehr hören. Der konnte das nicht mehr hören. Und das wurde dann irgendwann für die Türkei auch im Verhältnis zu Deutschland. Und das hieß dann auch im politischen und vor allem im wirtschaftlichen Sinne, ab dem Moment, wo die Bundesregierung dann auch mit Hermes-Bürgschaften und den Rat immerhin an die deutsche Wirtschaft oder die nicht ausgesprochene Empfehlung in die, oder sie gesagt haben, wir können nicht dazu raten, in die Türkei zu investieren. Das waren Sachen, die wehtaten und am Ende wollte der mich raushaben. Mir wurde im Knast auch das Angebot unterbreitet, vermittelt über den deutschen Generalkonsul damals, Georg Birgelin. Die Türken lassen dich raus, aber die Bedingung ist, dass du sofort und geräuschlos verschwindest. Und ich habe erstmal abgelehnt. Und warum ich das, wie das alles so war, das kann ich jetzt hier wirklich nicht mehr erzählen. Aber am Ende, ich habe mich dann überzeugen lassen, auch von meiner Frau, von Freunden, von meinen Freunden und Kollegen von der Welt, die aus Berlin angereist sind. Und am Ende hatte ich dann das Vergnügen mit einem Flugzeug, das dann nicht die Bundesregierung, weil das wollte ich auf keinen Fall, weil das den Türken die Möglichkeit gegeben hätte zu sagen, aha, auch für die türkische Öffentlichkeit, da holt die Bundesregierung jetzt ihren Agenten zurück und das wollte ich nicht, aber ein Flugzeug, was dann mein Arbeitgeber freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, mit dem wir dann nach Sizilien geflogen sind, das war dann schon okay. Kurz, die wollten mich loswerden und ich glaube, und es liegt jetzt ein Urteil, das Verfassungsgericht liegt auch vor, was nicht nur in der Sache nach ein gutes, sondern wirklich auch im Sinne der Pressefreiheit eigentlich ein gutes Urteil war. Das war gerade kurz nach der Kommunalwahl, der Wiederholung der Kommunalwahl in Istanbul, war eine gute Gelegenheit für dieses Verfassungsgericht, ein gutes Urteil zu sprechen. Kurz um dieses Gericht stand vor der Entscheidung, entweder blamieren sie das Verfassungsgericht oder sie blamieren den Staatspräsidenten in der ersten Instanz. Und sie haben sich natürlich dafür entschieden, eher das Verfassungsgericht bloßzustellen als den Staatspräsidenten. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das in der zweiten oder spätestens dritten Instanz und ab dann wäre es rechtskräftig, ab dann würde sowas wie theoretisch ein Auslieferungsantrag oder sowas überhaupt, die sich die Frage stellen. Und ich bin mir absolut sicher, dass das irgendwann im Freispruch verschwinden wird, weil die wollen mich nicht. Die wollen mich nicht. Also Tayyip Erdogan will mich nicht. Er hat gesagt, er soll verschwinden. Und ich finde, dass das einerseits auch das ist, ihn so weit gebracht zu haben, aus meiner Einzelzelle heraus, das ist natürlich... das ist auch auf eine Weise genug, bringt das Genugtuung. Mehr kann man nicht machen. Mehr kann man nicht machen, als die eigenen Geiselnehmer dazu zu bringen, dass sie so genervt sind, dass sie das eigentlich bereuen, diese Sache eingegangen zu haben. Das habe ich auch gehört aus der türkischen Regierung im Nachhinein. Aber das wäre mir nicht möglich gewesen, ohne die breite, wirklich sehr breite Unterstützung, nicht nur aus Deutschland, aber vor allem natürlich aus Deutschland. Nur dadurch hat das überhaupt funktioniert. Und dafür bin ich auch jedem dankbar. Und auch jenen dankbar, auch immer noch, die selbst ihre Unterstützung für mich inzwischen bereut haben. Lieber Dankeschön. Dennis Yücel, liebe Tanit Koch, liebe Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ich danke Ihnen von Herzen für dieses Gespräch. Ihnen, lieben Zuschauer hier im Allianzforum und im Livestream, wo auch immer Sie uns zugeschaut haben, danke ich ebenfalls sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Verabschieden möchte ich mich mit einem Zitat des iranischen Journalisten Akbar Ganshi. Er sagte einmal, ich zitiere, das freie Wort, wenn es nicht in Gewalt mündet, ist nirgendwo auf der Welt ein Verbrechen. Zitat Ende. Bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen und